Feuer in Flüchtlingsunterkunft in Bingen. Am Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr brannte ein Mehrfamilienhaus, in dem auch 25 Asylbewerber untergebracht sind, in Bingen-Sponsheim. 6 Menschen wurden dabei leicht verletzt. Laut Auskunft der Polizei entstand das Feuer im Keller des Hauses und führte zu starker Rauchentwicklung. Es besteht der Verdacht, dass es sich um einen Anschlag mit ausländerfeindlichem Hintergrund handelt. Oberbürgermeister Thomas Faeser bestätigte, dass an und in dem Gebäude Hakenkreuzschmierereien gefunden worden seien. Die Flüchtlinge wurden von den Einsatzkräften in die Palmsteinhalle gebracht, wo sie ärztlich betreut werden. Da das Haus nicht mehr bewohnbar ist, kümmere sich die Stadt Bingen um die weitere Unterbringung, so die Polizei. Insgesamt erlitten 4 Bewohner und 2 Feuerwehrleute Rauchvergiftungen.